So, Peebles. Geht es weiter. Vielen Dank für die Geduld. Der Kampf war jetzt leider ein bisschen härter, als ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Ah, hier ist diese komische Orkin, ne? Lasel. A monster forms inside us. And you think to be idle. I knew your kind to be fragile, but I didn't foresee the severity. Lederbikini. Be quick about your rest. We must locate a crash. Hör zu schnell nach. Wisst ihr, was er schafft? Da können wir nichts sagen. You would doubt me. I do not trust a common healer to extract a Geich tadpole without killing its host. At a crash, a gust still may cleanse us safely. Take your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, ganz schön das Sixpack, was sie hat. Hesitate to end you. Warum bin ich eigentlich so blutig? Stapel gefleckter Handtücher. Was? Was haben wir hier noch? Kerze. Eisenschale. Vor allem leuchtet hier halt nichts. Was ist das? Trainingspuppe. Rucksack, Wahl, Wermut. Was? Verrotteter Korb. Go to hell. You're a good sport. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Ah, okay. Weil ich verletzt bin, deswegen geht das Blut nicht weg, oder? That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Rucksack. Doing the rounds, are you? You'd better get some rest. What were you two talking about? You and that Geth Yankee. I see. I'd be careful with Lazelle. She's not of this world.
I'd be surprised if our interests remained aligned. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Good. We might even get lucky and find one right away. Okay. As I see, we're good fortune. Rest well. A long way to go still. Neutral. Neutral. Ist auch neutral. Alles cool. Alles cool. Cool, cool. Cool mit Co. Was ist das für ein komisches Lager? Vor allem, wie lager ich? Vollständig holen. Verwendet die erforderliche Menge an Lagervorräten, um eine vollständige Rastanlage, bei der du alle Trefferpunkte zoppelst und kurze Rast gewinnst. Reicht die Lagervorräte nicht aus, so werden die Ressourcen nur teilweise aufgefüllt. Aha. Puff. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier... auf 40 kommen. Okay. Gemischter Kaffee. Haggis. Okay, Lagerplatz. Okay, alles wieder da. Schick. Hart, ne? Ich überlege halt, ob mal da runterdrehen. Lager verlassen. Was ist das? Warum ist da eine Tür? Verdammter Gang muss das Abenteuer voll sein. Oh. Was ist das? Bücherreihe. Okay, da ist nichts. Es leuchtet halt auch nichts. Ich drücke halt Alt. Passiert absolut gar nichts. Na gut, es wäre aber zu schön gewesen, wenn unserem Gammelding noch irgendwas wäre. Okay, aber hier ist eine Reisetruhe. Was ist das? Ah, da ist das. Oh, ist das? Maske ist gescheut, man das. Trachtlingeral. Okay, das sind die ganzen Sachen, die wir eingesammelt haben. Diese Sachen sind Bonussachen. Ich weiß aber nicht, von was das kommt. Okay, das ist quasi unser Lagerplatz hier, ne? Quasi. Kronleuchter. Kandelaber. Dekoratives Klavier. Aha, aha, aha.
alte Kirche oder so. Okay, dann können wir ready, das Lager zu verlassen. Ja, jetzt sind wir hier. Perfekt. Das ist doch mal eine Ansage. Buch des letzten Advents. Was ist denn das? Da. Ganz klar. Guckt euch das an, es bewegt sich. Laborexplosion. berühmte letzte Worte. Ihr steht mir im Licht. Oh. Habe ich nicht dunkel... Ach hier, man sieht hier immer die Dunkelwischen. Na, dieser Lichtkegel. Okay. Ganz dumme Frage. Ich habe doch hier irgendwo eine Fackel gehabt, oder? Kann der nicht die Fackel tragen? Ja, seinen Kampfstab kriegt er auch noch. Eine Fackel, habe ich gesagt. So. Ah, guck mal an. Licht. Alte Schriftrolle. Das Versiegelungsritual. Okay. The air stale. It's been centuries since any prayer disturbed it. Who are those prayers for? Normally the patron god is Orpheus. Not here. Stück Käse. Käse. Vorratspaket. Getrocknete Würstchen. Ich könnte halt den ganzen Schmutz plündern, aber ich weiß halt nicht, wo ich... das loswerden kann im Verkauf, wisst ihr? Wo es kostet halt alles Geld. So, wir machen mehr Licht. Du kannst halt hier echt alles mitnehmen. Da ist eine Heilerin und damit möglicherweise auch Zivilisation, wo ich was verkaufen kann. Ich glaube, ich muss mir Heiltränke holen. Tintenfass. Flasche. Hat er jetzt das Porträt eingesteckt? Ja, hat er.
Kommst du mal mit deinem Licht hier rüber? Danke. Ja, hier ist die Tür. Wo wir ihn so herzhaft überzeugt haben. Ja, genau. Und die alte Kapelle. Ich glaube, es wäre echt einfach gewesen, hier reinzugehen. Das weiß ich natürlich vorher nicht. Oh, da hat Tintenfass, Federkiemen. Ihn zuerst mal platt zu machen, den Typ, der am Eingang steht, ne, dass er nicht alle auf dem Haufen. Alter. Nicht alle auf dem Haufen waren. Okay, ich muss das anders machen. Oh lol, ist das? Trägt er die da? Weil das der Fackelplatz ist. Lol, du kannst die Fackel einzeln ausrüsten. Okay, das ist für Musikinstrumente. Oh, da zeigt er dir sogar an, was da reinkommt. Oh, nice. Wieder was gelernt. Ja, die Frage ist, wie das jetzt funktioniert. Muss ich die doch ausrüsten? Kann ich die nicht einfach benutzen, ausrüsten, fallen lassen, werfen? Okay. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Kann er das lesen? Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Jede Menge Zeug abquabbeln. Okay. Okay. Ja, dann looten wir mal hier. Hier ist irgendwo eine Fackel. Da. Ah, was haben wir denn da? Eine Flasche, ein Banditenschlüssel, Lederrüstung, Kurzschwert, Fackeln.
Ah, ich kann über den Namen hammern. Sehr gut. Diebeswerkzeug, Dolch, Lederrüstung. Okay. Von dem explodierenden Fass halten wir uns mal fern. Schlichte Robe, Kampfstab. Lederhandschuhe. Lederstiefel, Wurfspeer, großer Knüppel. Nur Haupthand. Something the matter. Not. Kann nicht im Inventar hinzugefügt werden. Kann man das angreifen? Okay. Let's see. Not bad. I've had better days and worse ones. Jeder einzelne kleine Kackding kannst du anfliegen. So, die obviously Holzkiste nicht übersehen. Glaube ich, das Dümmste, was ich machen konnte, hier einfach durchs Dach zu fallen. Luftige Sandalen, Gerbers Wonne. Okay. Hä? Was denn jetzt? Liegt's. No handle. How does it open? Tagebuch. Erkunde die Ruinen. Wir haben wenig verlassen Ruinen gefunden. Verlassen Türdeck, kann Schlüssel aussehen. Ah, es gibt kein Schlüsselloch. Verschleiert bleiben. Wer im Schatten schleicht, den entdeckt man nicht leicht. Der Master gibt die Auskunft über die Helligkeit bestimmter Personen. Vollständig sichtbar, leicht verschleiert, komplett verschleiert. Aha. Kurzbogen, Fackeln, einfaches Gift, Gold. Oh, diese Licht-Schatten-Dynamik ist halt echt hart. Weil du besiehst halt so schnell was. Muss man die Dinger lesen? Vermutlich nicht. Looten, was das Zeug hält.
ist immer dasselbe Buch irgendwie. Let's move. Okay, Tinte. Im Leben hatte sie tadellos gedient. Täglich gab sich der Herrin der Verlust hin. Täglich befreite sie sich von Tyrannei der Erinnerung. Mit der Zeit vergaß sie alles. Ihre Verwandtschaft, ihre Vorlieben, selbst ihren eigenen Namen. Sie legte ultimative Opfergabe auf den Altar, ihr Hingabe, ihr gelehrten Verstand. Und als sie starb, als sie im Tod erwachte und sich in der fahlen, verblichenen Stadt des Urteils wiederfand, wartete sie darauf, dass die Herrin des Verlusts sie abholte. 1 Million Seelen und mehr zogen in farblosen Böden an ihr vorbei, doch keine Hand erschien in ihrer Hand. Keine Stimme flüsterte Anweisungen im Ohr, kein Zeichen erschien im ausgeblichenen öden Himmel. Zeit, körperlose Zeit schrien ihr bei Luft hin und her, und noch immer kam die Göttin ihre treuen Dienerin nicht holen. Kelemphor hatte Mitleid mit ihr, soweit der Herr der Toten dazu fähig ist, schritt jedoch nicht ein. Diese Klerikin, der Herrin des Verlusts, unbeachtet, obwohl sie sich als derart würdig erwiesen hatte, hatte vielleicht noch eine letzte Lektion zu lernen, nicht die des Vergessens, sondern die des Vergessenwerdens. Ist das hier quasi der Gott des Vergessens, dem sie gedient haben? Oh, Feuerschale. Kann man die entzünden? All's well that ends. Not as bad as it could have. Was ist das? Überladen. Du trägst zu viel Gewicht, überladen. Bewegungsrate und Würfel sind behandelt, dass du deine Gegenstände ablegst. Ja dann. Oh wait. Es wird, glaube ich, Zeit, hier mal ein bisschen so, jeder kriegt Fackel. Nein, du sollst nicht ausrüsten. Du sollst die Fackel nur haben. Fackel. Okay, das heißt nur, dass er eine Fackel hat. Er muss eine Fackel haben, damit er sie auch benutzen kann. Entschuldigung. Okay, so. Eieiei. So, haben wir irgendwo noch eine Fackel, die wir hier verteilen müssen? Langschwert. Okay, hier das Todding lesen? Nein. Ah, sieht alles nicht fackeltechnisch aus. Doch, hier haben wir noch eine Fackel. Jeder kriegt eine. Okay. Reise durch den Dschungel. Ah, ist alles nur so Müllbücher, oder? Ja, geh das mal weg. Diese ganzen Schneidbrett Bücher, die werden erstmal ins Lager gesendet.
Was ist mit dem Beutel? Da ist nichts mehr drin. Egal. So. Okay. Kreaturen darauf haben nur die halbe Bewegungsrate und rutschen möglicherweise aus, dass sie liegend sind. Okay, das heißt, das braucht man für einen Kampf. Das ist gar nicht mal schlecht. So, er ist Gucci. Ja, soweit es geht. Ja, das Diebeswerkzeug, Fallenentschärfung, die Seemannslieder, die Karte, Türme des Mondausgangs. Ja. Okay, das heißt, wir schicken die ins Lager. So, dann ist er ready. Kurzschwert, Kurzschwert, Blutstein. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Dolch, Lernknolle, Streitkolben. Woran sehe ich denn, was er geübt ist? Fertigkeiten. Gaze, Umgang mit folgenden Rüstungstypen geübt. Ah, einfach aber. Dolche, leichte Armbrüste, Kampfstäbe, Speere. Kleven, helle Baden, Piken. Er beherrscht kein Musikinstrument. Ah, neutral 7. Oh, guck mal, hier ist auch ein Wert, endlich mal. Uff. Okay. So, ne? Okay, die kann er tragen, das ist Gucci. So, das heißt, die ganzen Kurzschwäder können schon mal weg. Und die Äxte. Schleudere diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Weg. Streitkolben. Da ist keiner ausgebildet. Genau will ich einen Dolchen nicht. Die Flasche ist Müll, der Blutstein. Was macht man mit so einem Blutstein? Braucht man da irgendwas? Wäre schön, eine Wiki zu haben. So. Du. Die Lederrüstung braucht man nicht. Und das ist eine Stumpfflasche. Ja, du bist ein Verkaufsitem. Das heißt, an Lager senden. Ach ja, Inventar aufräumen. Das ist immer so der letzte Rotz. Tintenfass. Überziehe deine aktive Waffe mit Gift, wenn du einen Gegner triffst. Muss er einen Konstitutionswurf bestehen oder ist vergiftet? Er muss eine Waffe führen, die überzogen werden kann. Okay, kriegt auf alle Fälle der Schurke. Kurzbogen. Geht schon mal weg. Genau wie die Lederrüstung. Lederrüstung. Am Lager sind. Jetzt haben wir hier noch einen. Zack. Eine Fackel. Perfekt. Stapelfleckige Handtücher. Oh, Resistenz. Stichresistenz, nekrotisch. Psychische Resistenz. Okay. Oh, ab ins Lager. Großer Knüppel. Was ist denn das? 4 bis 11. Zweihändig. Oha. Das wäre eine zweihändige Waffe. Würde 4 bis 11 machen.
Bonus auf deine Angriffswürfe mit Nah- oder Fernkampfaufeinandertreffer. Bonus insgesamt. Stärke, Übungsbonus. Okay. Ja, weil ich auf 2. Und jetzt muss ich mal gucken, mein Schwert. Ja, auch Bonus. Lohnt halt nicht. 1d3. 4 bis 11 mache ich mit dem. Ja, machst du mich genau. Dasselbe. Kampfstab. Und die Fackel brauche ich. Gerbers Wonne. Geschmackvolle Stiefel. Die haben alle geschmackvolle Stiefel. Okay. Kostet mehr. Bringt aber nichts. Okay. Luftige Sandalen. Weg. Schmutzige Straßenkleidung. Tintenfass und Federkiel. Kann weg. Wurfspeer. Kann weg. Lederhandschuhe. Ah, guck mal, Lederhandschuhe. Ja, ja, ja. Immerhin. Lederstiefel. Lederstiefel, Lederstiefel, Lederstiefel. Schlichte Stiefel. 0,55 zu kostet 5. Nein, du kriegst jetzt hier Lederstiefel. Kampfstab kann weg. Schlichte Robe. Kann weg. Diebeswerkzeug. Okay. Ein Dolch. Oh, der kann sogar... Tata! Zwei Angriff. Du nutzt automatisch eine Bonusaktion, einen zweiten Angriff dazu, wenn du zwar höchstens die Option nicht deaktiviert hast. Aha. Aha. Großer Knüppel kann weg. Tintenfass weg. Federkiel... weg. Milchkanne. Milchkanne. Was macht denn da den Unterschied? Ach so, weil die nur 3-3 ist und das ist eine 4-4 Milchkanne. Mhm. Deckel. Eisenpfanne. Kerze. Tintenfass, Gabel. Ne, ich sortiere jetzt erstmal alles aus, was ins Lager kann. Schade. So, und das können wir alles ins Lager geben. Ich sehe schon, looten ist... Lager sind. Perfekt. Na, weil wenn das weg ist, schmilzt automatisch das Inventar zusammen. Na, musst du halt aufpassen. Schöpfkeller kann weg. Messer kann weg. Na, weil es halt keinen Purpose hat, außer verkaufen. Flasche. Wasserkaraffe. Was denn das soll denn das für eine Auktion sein? Schmeißt du da Wasser? Um brennende Böden? Um brennende Böden zu löschen zum Beispiel? Ja, Dolch, jo.
Erkenntnisse der Magie. Achso, das haben wir gelesen. Ja, Kampfstab brauchen wir nicht. Schlichte Ruhe, nein. Ein Seil. Ein Seil ist immer hilfreich. Kurzbogen. Ja, das habe ich tatsächlich bei Schwarze Auge gelernt. Ne, also das gibt es ja auch als Computerspiel. Ne, Schicksalsschweif und... Oh, was war das andere noch? Ich weiß es nicht mehr. Er kann zum Beispiel keinen Doppelangriff machen. Okay. Schlichte Robe. Schaufel, lass mal. Rapier ist 4 bis 11. Ja. Kurzbogen. Rubin. Beil. Goblin Krummsäbel. Krummsäbel leicht Finesse. Okay. So, dann heißt es, können die Dinger können schon mal wieder ab ins Lager. So. Puh. Knochen ist nur zum Verkaufen. Goblinbogen. Blutstein. Wasser. Flasche. Alter schlaffer Hut. Hm? Beil. Ätzende Knolle. Wirft diese schleimbedeckte Knolle. Ist eine Brühe. Okay. Kriegt er. Versklavter Verstand. Das ist bestimmt zum Verkaufen. Perle sowieso. Parfümierter Brief. Achso, das war dieser Liebesbrief, ne? Schädel. Beil. Dolch. Silbermedaillon. Dunkler Verstand. Polierte Halskette. Illititen-Manuskript. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Okay. Mystische Tafel. 1000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Images of goblins, their habits and histories flash into your visions project into your mind. A nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Alter. Stachelige Knolle. Okay. Schleudert dieses Ding. Pumpen. Okay. Schaufel. Gold. Krummsäbel. Onyx. Das Kettenhemd, das 13er. Er ist halt nicht mit mittlerer Rüstung ausgebildet. So, und Seil. Öl des Brandstifters. Überziehende Waffe mit einem Öl, das die Feuerresistenz des Zieles und Unbarkeit durch Feuer verwandelt. Gegen Mondschaden möchte es nicht. Okay. Trank der Geschwindigkeit. Erhalte eine Aktion extra. Plus 12 die Rüstungsklasse. Vorteil, Rüstung. Nur Doppelwirkungsrate. Werdet lethargisch. Und was macht lethargisch? Lethargisch. Ist nach Hast erschöpft. Kann sich nicht bewegen und keine Aktion. Bonus und. Ja, natürlich.
Einmal pro Zug. Ah, nee, werde ich nicht verwenden. Sachen, die dich dann behindern, sind immer schlecht. So, ich habe eine Schaufel, mein Seil, Fackel. Klassische Grundausrüstung eines Adventurers. So, das heißt, ihr könnt alle weg. Das wird nachher gleich lustig, wenn wir an Lager sind. Oh, ich habe zwei Seile. Nein, das ist ein Peridot. Was? Okay, es ist doch ganz klar das Icon von einem Seil, oder? Wieder ein kleiner Bug. An Lager sind. Ist ein Peridot. Okay. So. So. Chaka chaka. Fürs Licht. Na, meine Nahkampfwaffe, dann fürs Licht. Was ist das eigentlich? Ach so, Musikinstrument. Ungeübt. Ungeübt. Was war nochmal der Unterschied zwischen geübt und ungeübt? Dass wir schlecht sind, ne? Bei Fähigkeitswürfen ist immer das Negative. Das Schlechtere zählt. Okay, ich muss unbedingt an Heiltränke rankommen. Und ich muss unbedingt mal hier ein Fett genau verlangsamen und sie möglicherweise stürzen lassen. Ich würde gerne den Vertrauten finden. Ja, dass ich ein zusätzliches Viech dabei habe. Okay, Was? Oh. Hier gibt's noch mehr. Was nehmen wir davor raus? Magierüstung? Das wäre cool, wenn man das auf unsere... Achso, das Ziel darf keine Rüstung tragen. Ja, brauchen wir schon mal nicht. Schlafen. Crowd Control ist, glaube ich, hier echt wichtig. Schmieren. Hexenpfeil. So, dann können wir auf alle Fälle den Vertrauten schon mal mitnehmen. Sprung verbessern. Donnerwoge. Schlafen. Schmieren. Hexenpfeil. Was haben wir dafür? Sprung verbessern. Verdreifacht die Sprungbreite der Kreatur. Schutz vor guten Bösen. Schutz gegen Angriff und Kräfte von Für Untoten haben wir die Klerikerin. Das heißt, den braucht man nicht. Na, darf keine Rüstung tragen. Sprühende Farben. Blende bis zu 33. Einzug blenden. Und verschleiert sie. Ich glaube, den Hexenpfeil kann ich mir sparen, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, bewirkt pro Zug ein bis zu wissen. Ist das nur eine bestimmte Zeit oder so?
Ist das jede Runde? Weil dann wäre halt echt heftig, ne? Wenn du 10 Runden lang 1 bis 12 Schaden kriegen kannst. Also im Schnitt 6 Schaden. Im Schnitt 7 Schaden. Ne, 1 bis 12, der ist halt 7. Der Durchschnitt. Setzt du halt am Anfang auf einen drauf, zum Beispiel auf einen Magier, und dann ist der nach 3 oder 4 Runden, ist der halt, oder spätestens 5 Runden, ist der halt platt. Behalten wir mal. Die Donnerwoge kann ich halt echt wenig einsetzen, weil als Magier stehst du halt nicht an der Front. Und ich will die halt nicht gegen meinen Lord einsetzen. Okay, das heißt, ich nehme den Sprung mit, oder? Oder die Nebelwolke. Nebelwolke. Crowd Controller. Crowd Control ist das A und O. So. Bane, Heiligtüm. Dann kann ich eine Kreatur angreifen. Schutz vor Gut und Böse. Wasser erschaffen oder zerstören. Rufe Regen dabei, zerstören Wasser, passierte Oberfläche. Befehlen. Segnen. Ein Bonus von 1d4 für Angriffs- und Rettungswürfe. Das ist nicht schlecht. Schild. Wunden verursachen. Das ist halt echt wichtig. Heilendes Wort ist wichtig. Heile einen Kreatur, die du sehen kannst. Lenkendes Geschoss. 4d6. Er macht 4d6 Schaden. Plus, dass du im Angriffswurf einen Vorteil bist. Heilen. Heilen ist okay. So. Wieder was erledigt. One with the weave. Beschwör einen vertrauten Finger. Oh. Spinne. Das erste, was kommt, ist Spinne. Ratte, Frosch, Krabbe, Katze. Katze. Expelliarmus. Expecto Patronum. Beschwörung. Du hast eine Kreatur beschworen. Klick auf ihr Porträt, um ihre Aktion zu sehen. Hallo? Kann die denn? Spurten? Verstecken? Miau. Was? Errege die Aufmerksamkeit von Kreaturen in der Nähe, um sie näher zu dir. Oh lol, damit kannst du. Damit kannst du die lenken. Das ist Krautkontroll. Lol. Zum Beispiel kannst du die Katze dann. Hätte ich jetzt in dem Dungeon-Feind hier, hätte ich die jetzt zu dem Explosivfass schießen können. Miauen. Und das, dann wären die alle zum Explosivfass gegangen und dann hätte ich das Explosivfass machen können. Rückzug, springen. Oh Leute, sie kann auch angreifen. Schlage mit deinen tödlichen Klauen. Und ja, Katzen haben tödliche Klauen. So. Immerhin 2 Angriff. Und sie hat 2 Leben, ne? Das heißt, sie müssen einmal einen Angriff verschwenden. Und Gelegenheit Angriff hat sie auch. Still breathing. Despite everything. Ich sehe schon. Also das Optimieren der Gruppe ist halt schon ein Vorteil. Oh, jetzt gucken wir mal hier noch rum. Was wir hier noch haben. Okay. Oh, ich kann die Kandelaber kann ich auch anschauen. Wir machen mal hell. Hell, sage ich. Brennen. Hier liegt einer. Ah. Ja. Feiner Staub bedeckt die Seiten, die so wieder ein Buch, so knochenweise Pulver sind. Hunderte Todesanzeigen, kleine Schrift fast. Grobian Tippel im Marder ertrunken. Ivan Arkansen Ogma, innere Fäulnis.
Zellune-Fieber. You do not recognize the language on the plaque. Ah. Nicht? At the ready. You do not recognize the language on the plaque. You do not recognize the language on the plaque. You do not recognize the language on the plaque. Dann halt nicht. No one back home will ever believe this. Kerze, Gold. Was ist denn eigentlich hier? Kann ich das irgendwie aufmachen? Öffnen. Versuchen. Ah, guck mal. Banditenschlüssel und goldener Schlüssel. Alchemiebeutel. Ah, guck mal, das sind meine ganzen Alchemie-Dinger drin. Und im Reisesack ist was drin? Die Nahrung. Okay, bei allen. Oh ja. Jeder hat sein Vorratspaket. Sind wir mal ein bisschen pedantisch und schieben das alles gleich. Ach ja, und die Zahl zeigt an, wie viele Slots da drin belegt sind. Okay. Die haben alle ihren Reiseproviant. Machen wir es so rum. Nein, weil ich mit ihm jedes Mal aufnehme. Und dann jedes Mal die Slots und vergisst, siehst es wieder nicht. Das heißt, dass ich halt hinter die wichtigen Sachen halt. Ja, die wichtigen Sachen immer als erstes vorne. Damit man die auch sieht. So, jetzt haben wir hier einen Hebel. Ich glaube, da ist eine Tür aufgegangen. Magic. Oh, wenn das mal kein Fehler war. Klamme Gruft. Erkunde die Ruinen. Das klingt gleich. Automatisches Speichern. Das klingt, als ob wir gleich ein bisschen Untote hier noch unter uns haben. Ah, wir machen das mal. This place wasn't built for the living. Ah, das war aus dem Bild for the Living. I see. Teller, Tasse. Wir nehmen alles mit. Schriftrolle. Okay, ist aber nicht groß. Korrektur. Das sind Türen. Ich habe halt schon Schiss, ne? Ich habe keine Haltringe mehr.
Irgendwelche Schmutzbücher immer. Nein. Tür machen wir nochmal nicht auf. Verschlossen. Warum? Here we go. Ah, sie ist offen. Oh, was? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Autschi, autschi, autschi. Ist da eine Falle? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Zustand erhalten, brennt. Ist da nicht wahr? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ich kriege aber keinen Schaden tatsächlich. I'm ready. Whatever it takes. Ah, excellent choice. Und ich habe keine Schaden. The text on the plaque is a mystery to you. Nasty surprise. Caution is warranted here. Wart. Trap. Be cautious. Ein Fallenschärfer-Werkzeug. Was denn für eine Falle? Hä? Entschärfen. Bonus insgesamt plus 7. Bonus hinzufügen. Ja. Alles nur keine 1. Ja, bing. Ich finde, das ist schon mal super schlecht, dass ich allen sind. Wetten. Entweder ist das ein Bug. Fehlgeschlagen.
someone's left a trap out for us. Alter. Entlüftung entschärfen. 10 Bonus. Geht eigentlich im Würfeln. Es kann halt alles kommen, bis auf eine 1. Weil 1 ist automatisch fehlgeschlagen. Okay, das ist auf alle Fälle schon mal. Hier haben wir Licht. Hier ist ein ominöser Knopf. My. Better be careful not to trigger that thing. Nasty surprise. Caution is warranted here. Natural 20. Uff, das war knapp. Das war super knapp. Let's go. Also ich freue mich doch, dass ich jetzt den Schurken mitgenommen habe, anstatt die Orknase. Ja, nicht, weil ich halt jetzt so viel Schiss habe oder so, sondern Problem ist, ich habe halt null Heilung. Und deswegen habe ich Schiss. My. Better be careful not to trigger that thing. Was ist das schon wieder? Oh, oh. Okay, die Lüftung. Ah, das waren 2. Oh, lol. Gerade habe ich noch gedacht. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Ach, der Sarkophag ist die. Der Sarkophag ist eine Trap. Oh, hier ist noch ein Ding. Ah, ist halt kostenlos, warum nicht mitnehmen? Kritischer Fehlschlag. Wir rollen wir nochmal. Ist nichts passiert. Vermutlich wird es ausgelöst, wenn ich den Sarkophag benutze. Ah ja, hier, ne? Ich gehe davon aus, dass da explosives Gas reingeleitet wird. Und die Gargoyles das dann entzünden. Okay, ich habe jetzt aber alles entdeckt. Okay, die göttliche Führung ist weg. Gott sei Dank. Ich glaube, einen der Gargoyle-Köpfe habe ich nicht als Falle erkannt, ne? Ist hier nicht irgendwie... Alter. Auf Kurs, ey. Das, weil ich die Falle nicht geschafft habe.
Let's get going. Jetzt heißt es plündern. Und jeder Ring. Ringpanzerrüstung. Ah, ich hab ihn. Ich sehe, sie können infernalische Maschinen antreiben. Umsiebel. Strange coin. I wonder what it's worth. Müsste halt nicht so übervorsichtig sein, wenn ich Heilung hätte. Oh. What now? Nicht erreichbar. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ab hier. Dann schmeißen wir mal wieder alles in weg. Plupp, 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 plupp. Die behalten wir mal. Plupp, plupp. Da gucke ich gleich. Polierter Ring. Totenaufstehung. Kanne, Truhe, Kelche. Fackeln. Weiß ich nicht. Blende Truhe, Teller, Lederrüstung, Holzbogen, Kerze, Kanne, Tasse, alles ins Lager. Hat jeder von denen jetzt eine Fackel? Jo. Das heißt, die Fackel kann auch weg. Schriftrolle. Doki. Polierter Ring. Ach, das sind zwei Ringslots. Der macht aber noch nichts, ne? 14. 14, 14. Nachteil bei Heimlichkeit würfen. Naja, das sind Nahkämpfer, die sollen nicht heimlich sein. Seelenmünze, I don't know. So, das heißt. Zack, zack. Anlager senden. So, jetzt werde ich mich nämlich dem. Team-Ding. Zuwenden. Hat er das eigentlich entschärft? Nein. Komm, alles bis auf eine 1. 11. Ja. Erfolg. Wie viel Uhr ist eigentlich? Ach, schon 4,5 Stunden unterwegs. Da, Gravierschlüssel, Leitfaden des Beobachters. Was ist das? Weiß ich nicht. Can't give up now. Aber mein Main nimmt das. Gravierter Schlüssel. Vielseitig. Aus. Auf alle Fälle.
eine Waffe. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf des Speerkämpfers auf diesen Schlag als zielsicherer Schlag. Übung mit diesem Waffentyp schaltet frei. Speer geworfen vielseitig. Nehmen wir mit. Oh, hier liegt noch irgendwas. Eine Kerze, wow. Hier liegen Skelette rum. Die auch nicht geheilt werden. Alte Tür verschlossen. Ich glaube. Oh lol, da hat die Katze geschnurrt. Mit dem Schlüssel kann ich die Tür aufmachen. Ja, genau. Scribes. No sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Suspekt, dass da einfach ein Loch in der Wand ist. Da ist halt nie nichts drin. Schriftrolle, brennende Hände. Okay. Schwerer Schlüssel. Okidoki. Oh, es sind auch noch Kerzen. Ach, da ist eine Truhe. Na, deswegen. Zündet mal das Zeug an, um zu gucken. Licht. Und er sprach, es wird Licht. Jergal? I didn't think anyone worshipped the scribe of the dead. What? Nicht geschafft? Religion geschafft. Religion geschafft? Jergal, ich wusste nicht, dass noch jemand den Schreiber der Toten verehrt. Okay. Aha.
Jetzt haben wir hier schon mal einen Knopf wieder gefunden. Is in a language unknown to you. You're not versed in magic, are you? No matter to worry the unlettered over. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Okay, I'm a random. Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel und ich habe irgendeinen Knopf gefunden. Oh, was macht jetzt der Knopf? Level 3 sogar schon. Shoot. What should I do? Konntest du was mit Untoten? Alle Untoten, die wenn der Schaden erlitten wird. Okay, wo sind die alle? Kannst du auf irgendwas schießen? Nein. Katze. Stell dich mal dahin. Ne, ich habe jetzt nicht vor, mich hier jetzt wegzubewegen. Okay. Jetzt bauen wir unsere Bedrohungskulisse auf. Natürlich ist der Mage hinten dran. So. Ich habe eine scheiß Fackel in der Hand. Alter. Es kostet mich eine Aktion. Das ist aber nicht schlecht. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde mich halt nicht wegbewegen, weil ich will die zu mir ranziehen. Die Schreiber gehen relativ gechillt. Der Krieger wird halt... Ich hoffe mal, das sind keine Nahkämpfer. Fernkämpfer. Wuchtresistenz. Okay. Initiative minus 1. Bewegungsrate 0 Meter. Die können sich 0 Meter pro Zug bewegen. Rüstungsklasse 15. Die Schreiber sind 9. 15 ist halt schon fett gepanzert. Aber er kann sie nicht bewegen.
Okay. Wir warten mal ab. Let's turn someone inside out. Ah, er kann den nicht angreifen. Sich bewegen. Bewegen ist schlecht. Ah, von wegen 0 Meter. Ah, da. Spurten. Einer hat schon auf die Katze geballert. Und nicht getroffen. Aha. Das ist der Krieger. Oh, das war ein Treffer. Muss im Vorteil gegenüber dem Ziel sein. Okay. Erfordert Übung mit Kriegswaffen oder Krummsäbel. Du kannst deine eigenen Leute angreifen. Was ist das denn für ein Schmutz? Time to kill. Zum Kotzen ist das. Durchschnaufen, Sturmangriff. Okay, wir nutzen unsere Bonusaktion. Machen ihn benommen. Immun gegen benommen. Egal. Schaden. Fehlschlag. Kritischer Treffer. Ja. Please. Ja, müssen wir ihn mal heilen, ne? Awesome. Gut. Komm da nicht hin. Nicht genügend Ressourcen. Ja, okay, ist halt hier. Katze. Er ist abgelenkt. Okay. Creator, Destroyer.
Kältestrahl. Ach, come on. Verstummt. Kältestrahl. Another fight. Let's go. Another fight. 14. 8. Nein, heben wir uns auf. Katze. Tüdü. Und sich wieder verpissen. Oh, der hat einen richtig, richtig harten Bewegungsradius. Okay. Easy, easy, easy. Eine Aktion. Untote vertreiben oder Apfelbeschwören. Ja. Okay, damit seid ihr nämlich in meiner Nahkampfreichweite. Ihr kleinen Mützen. Sehe nix. 85. Erhöhte Position. Jawohl. Nicht mehr verstummt. Okay. Fehlschlag. Kellschlag getroffen. Okay. Er ist dran. Death won't take me yet. Okay, 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 okay. Bonusaktion. Mich selber gehauen, ey. Ach, Mann. Spill some blood. Weg ist unterbrochen. Folgende Bewegung. Kältestrahl. Okay. Victory is assured. Weg ist unterbrochen. Ready. Okay. Das heißt, damit bewege ich mich dann schon mal hier hin. Heilendes Wort.
nicht genügend Bewegungsrolle. Natürlich nicht. Rising from the dead just to protect some dusty old baubles. Okay. Enough sitting around. Let's go hurt someone. What am I to do? Ein D8, 4 bis 11, 3 bis 7. Ja, gut, dann müssen wir ein Ding auf den Gale. Take your heal. Hätte ich vielleicht vor der kleinen Rast machen sollen? Aber okay. Ah, guck mal, ich kann die alle nochmal plündern. Die haben alle noch mal richtig schick Gold. Und sauber. Waren das 5 Mann? Nur? Ja, was heißt nur, ne? Aber. A lot of effort to hide one sarcophagus. Okay. Jetzt haben die alle ihr Ding verkackt. Totensprechen. Nekromantie-Zauber des dritten Grades. Pfeil des Eises. Wokzahn. Okay. Pfeil des Eises. D8, 2D4 Kälteschaden. Das Nahkampf. Pfeilspitze. Was? Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Trust no one. Wenn das mal kein Fehler war. So.
So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for daughter. What is the worth of a single mortal's life? Ich bin leicht verstört. Tja, dann. Na, ist hier noch keine Umfrage? No. Ah, ja, ja. Gestern hat das tatsächlich einmal funktioniert. Warten wir mal ein bisschen ab, vielleicht kommt die Umfrage noch mal irgendwann ins Spiel. Dann kann ich kurz was erledigen. Jetzt. So, da bin ich wieder da. Also ich weiß, es muss mindestens ein was gedrückt worden sein, weil ich selber habe gedrückt. Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Wir sind alle gleich, hängt vom Taten an der Person ab. Leben ist nur zu wehren. Jedes Leben ist endlich wertvoll und verdient jegliche Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung, hängt vom Sterblichen ab. Manche leben viel länger. Elf. Mit ihren Tierschönungen sind Elfen im Einklang mit den Kräften der Natur. Hä? And thus, balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I am satisfied. Okay. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Habe ich jetzt irgendwas Schlimmes gemacht, den rauszulassen? Okay, er geht einfach. Wohin? Geht er einfach jetzt hier raus? Hm, verschwindet einfach. Still breathing, despite everything. Okay. 144 Gold und ein Silberbahn. Das hat sich gelohnt. Tja, wander da umher. These chambers are much changed.
Ah, thou as well. It is noted. I must attend this place after so many years away. We will see each other again soon. When the time is proper. I do not know that hour any more than dost thou. But I do know that the longer thou standest here, the farther away our second meeting becomes. Mysterious. So, okay, erstmal meine wechseln. Hier ist doch bestimmt wieder das ist die Dings, wo es draußen und rausgeht. Okay. Oder? Wir gucken mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut. Das ist dann die Falltür, die man draußen hinter dem Kapelle gefunden haben. Ja, genau. So, wir hatten hier noch eine Tür, ne? Glaube ich. Ja, alles geklärt hier. Ja. Ah, okay. Ja, wir sind jetzt hier, ne? Wo unser Schnellreisepunkt ist. Okay, muss man ja wissen. Das heißt, ich bin hier fertig. Den ersten Dungeon. Nach 10 Stunden spielen. Dahin kann ich reisen. Na, jetzt muss ich irgendwie versteckter Vorrat. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Kann ich dahin reisen? So. Silberring. Krummsäbel. Dolch. Silberbarren. Kanne. Brennende Hände. Ist das nächste Ding hier? Kampfstab. Kerze.
Flasche. Dolch. Wo ist jetzt die Kerze hin? Tasse. Die Truhe. Okay, Pfeil des Eises, Amulett, Amulett. Komische Seelenmünze. Weg. Da ist die Tasse. Okay. Warum ist denn jetzt mein Alchemiebeutel weg? Oh, das sind halt... Okay, das sind... Fehler einfach nur. UI-Fehler. Dümmlich, aber hey. Pfeil des Eises 4 bis 17. Amulett des mit Toten sprechen. Nekromantie des dritten Grades. Geben wir das mal unserem Mage? Nicht? Doch. Pfeil des Eises, 4 bis 17 Schaden. Ungeübt. Hä? Was soll denn das sein? Einmalige Verwendung. Nein. Das einmal verwenden, dann ist das Ding weg. Nee. Leitfaden des Beobachters. 1d8 plus 3. 1d4. Geworfen Speer. Sich, kann ich irgendwie sehen, wer kann ein oder zwei nicht geführt, bewirkt mit zwei Händen mehr Schaden. Oh, das ist für ihn, ne? Er ist doch auf Speer spezialisiert. Wenn ich das wieder wüsste, ne? Steht das im Charakterbogen? Ah, hier. Einfache Waffen. Dolche, Kampfstäbe, Speere. Erst mit Speeren. Mal 4. Ich habe keine Ahnung, was dieses Mal bedeutet. Aber ich weiß, dass er den Speer benutzen kann. 0 bis 7. Ja, 0 bis 7. Aber... Wenn der Speer verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf des Speerkämpfers auf dieses Ziel als zielsicherer Schlag. Was ist denn zielsicherer Schlag? Der Zauberwerker ist bei Angriffswürfen gegen diese Kreatur im Vorteil. Aha. So.
Wir sind draußen. Das heißt, ich brauche die Fackeln nicht mehr. Aufi. Also nach vorne und dann rechts rum. Irgendwie, ne? Katze ist auch wieder am Start. Natürlich brennen wir jetzt ab. Ach, die springen natürlich alle drüber. Mhm. Kameraperspektive ist halt ein bisschen strange, ne? Was ist das? Erdhaufen. Ach so. Oh, da ist eine Schaufel. Habe ich die vorhin nicht gesehen, den Erdhaufen? Nach rechts. Wenn, dann müssen wir hier lang. Quietsch, 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 quietsch. Oh. Okay, auf alle Fälle sind da böse. Ich überlege gerade, ob ich die Gruppe splitten soll und meine beiden Bogenschützen, Schattenherz und Gale, hier oben hinpostieren, um mit Astarion und mir und meiner Katze hier unten einen Fight macht, dass die von oben immer schon runterschießen können. Aber genauso gut können die ja dann hier hin, ne? Ja, ist nicht zwangsläufig, dass die böse sind. Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Oh, what's that? The nine hells! Open the gates! Alter, ich brauch Heilung. Damnable Roach. Oh, wer ist er denn jetzt? Provoke the blade. And suffer its sting. I'll bleed every last one of you! Alter, wie sind das? Mein Zug. Okidoki. Goblinschläger, Spurenleser, Spurenleser, Spurenleser. Die haben immerhin
Der Grottenschrat. Und der Wurg. Das ist eher der Grottenschrat. Ja. Und der Wurg. Das sind die, die halt. Wichtig sind. So. Bewege mich so weit wie möglich nach vorne. Light on my feet. Okay, okay. Sturmangriff. Oder Bogenschießen. 65. Sturmangriff. 75. Jo, näher ran. Natürlich ist ein Rettungsding. Knaufschlag. Bam. Kritischer Treffer. Ist doch easy. Tatendrang? Nein. Das heißt. Bicycle and sword. Strike them down. Athletisch fehlgeschlagen. Oh, warte, da oben ist noch einer. Okay. Nicht genügend Bewegungsrate. Hauptangriff. Pam. Ist der erste schon mal weg. Und ich bin dran, mein Freund. Okidoki. Okidoki Kotzi. Katze unterstützt. Spurten, verstecken, spurten. Ich muss es einmal aktivieren. Jawohl, meine kleine Werwolfkatze. Aufi. Ja, schade, ne? Sie ist halt jetzt. Wer ist er? Fuck, warum? Oh, nice! Nice! Ja, schlafen. Zu viele Trefferpunkte. Oh, what? Bis 24. Ja, die gehen halt beide nicht. Blendet Kreaturen. Ich blende ihn. Bedeckt den Boden mit Fett, dass Kreaturen darauf verlangsamt werden und auswischen. Das ist auch eine Idee. Oh, wir könnten hier die drei Kreaturen. Certainly. Oh. Ja! Den Dicken, der ist gerade umgefallen. Kann er noch ein bisschen sich bewegen? Ja. Bonusaktion, schubsen, eintauchen. Arkane Remystifizierung. Nee.
ne? Sie machen sich halt hier nach oben auf. Geschubst. Ah, seine Bewegung ist verringert. Springen. Flutsch. Haha, jetzt bin ich nämlich oben. Er ist weg. Tot. Was bist du? Erhöhte Position. Perfekt. 65, 80. Kritischer Erfolg. Was? Getroffen? Okay, wir laufen weiter nach vorne. Aus dem Gleichgewicht. Bis 7. Wurfstein. Oder habe ich den getroffen? Nö. So, jetzt, als erstes. Als erstes kriegt er immer auf die Fresse. Tatenwang. Oh. Kriegt er auf die Fresse. Hauptsache, das ist wie im WoWs. Als erstes nimmt man die Kanonen raus. Aus dem Ding. Ja, Bonusaktion. Awesome. 12, nice. Ich kann mich bewegen. Ja, wir gehen ran an ihn. Ich kann halt nichts machen. Passt. Nein, nicht weggehen. Alter, was für ein Dödel. Kriegt halt 10 reingedrückt. Nein. Hat er meine Katze getötet? Die Sack. Hinterhältiger Angriff. Und weg. Katze lebt aber noch. Katzi ist noch da. So, bewegen uns. Raffinierte Aktion, verstecken. Ja, ja, verstecken. Zug beendet. Katze hat voll überlebt. Spurten. Obbel, 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 obbel. Aus dem Gleichgewicht. Oh ja, der Bär ist umgefallen. Der Pomeranzenbär ist umgefallen hier. Aus dem Gleichgewicht. Das heißt, ich muss jetzt hier nach oben. Ja, wir springen. Springen ist halt eine Bonusaktion. Aber macht nichts.
70, 55, 65, weil er erst im Gleichgewicht ist. Erhöhte Position. Ja. Fehlschlag. Tatentran und nochmal Fehlschlag. Fehlschlag. Also viel können tun die nicht, ne? Die können nur richtig viel aushalten. 55, 70, 65. Kritischer Treffer. Hat wehgetan. Muss einer von uns geheilt werden? 20, 17, 12. Ja, er musste geheilt werden. Auf ihn. Zug beenden. Jawohl, einer weniger. Fehlschlag. Zerfleischung. Nee, schubsen ist nicht. Bin ich wieder dran. Fernkämpfer. Ist das nicht so ein hinterhältiger Fern? Ja, ich muss im Vorteil sein. Das bin ich, wegen der erhöhten Position. 94. Elf. Katze. Ja, meine hinterhältige Katze. Jawohl, so schaut's aus. Deswegen, na, so ein Minion ist immer gut. So, und jetzt macht er nochmal den Fernschuss auf den da unten. Pumpt ihn nochmal richtig weg. Naja, Fehlschlag. Nicht schlimm. Spielt ja nicht mehr die im andere ziehen, unser Freund. Nein. That was the last of them. Inside, all of you, all may follow. Open the gate. Open the gate. Close the gate. Open the gate a little. Damn vermin. Das war mal ein geiler Kampf, oder? Den haben wir echt gut gerissen. Dann habe ich ja jetzt richtig viel. Mega. Ich habe richtig viel zu plündern. Morgenstern. Uff. Gold, Goblin-Krummsäbel, Flasche. What's inside? Schurkenmorchel. Oh, brauche ich für Heiltränke herstellen? Perfekt. Ich glaube, ich habe mich hier richtig gut aus der Affäre gezogen. Gold, Schriftrolle schmieren, Ritualstab. Das ist vielleicht für unseren Magier. Drachenei-Pilz. Alles mitnehmen. Handschuhe der Macht. Verderben des Absoluten. Beim Nahkampftreffer wirkst du möglicherweise einen Malus von 1 auf den Angriffs- und Rettungswurf des Ziels. Fingerfertigkeit plus 1.
Fingerfertigkeit plus 1, das heißt Stachelschild. Okay. Ja, okay, es wiegt genauso viel. Die geben Fertigkeitsboni. Die Sachen. Ja, perfekt. Na, wenn hier wieder welche Fässer wären, habe ich bestimmt die Fässer wieder verpasst. So, hier oben liegen noch zwei. Und hier liegt der andere. Kaputte Laute. Die kaputte Laute trotzdem 25 Gold. Ja, ja. So. Ah, zack, 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 zack. Knochenkonvekt, der Goblin-Krummsäbel, das Schild. Ja, den Ritualstab brauchen wir mal. Morgenstern, Schädel, Buchspern. Ja, alles wieder ab ans Lager. Ritualstab, muss ich hier mal gucken. 4 bis 11. 0 bis 7. 0 bis 7. Also, kann ab ans Lager. So, Schriftrolle. Ich meine, er kann das halt schon, aber hey, was soll's? Oh, ich sollte vielleicht meinen Stufenaufstieg noch machen. Stufenaufstieg. Oh, die können das alle. Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit. Schlösser knacken, Taschenlichter und Entschärfen von Fallen. Ah, sollte er wohl kriegen. Oder? Nein. Charakterbogen. Fingerfertigkeit plus 7. Schlösser knacken, Taschenschippe und Schärfen von Fallen. Okay. Inventar. Ne, er macht ja auch Nahkampftreffer. So ist es ja nicht. Oh, hier kriegst du auch schöne Lederhandschuhe. Ein Charakterbogen. Fingerfertigkeit plus 8. Es geht voran. Ne, Geschicklichkeit. Dafür ist er ja da. Schlösser knacken, Taschen die Stahl und Schärfen von Fallen. Das ist halt sein Ding als Schurke. Ja, nice. Das baut auf. So, ich brauche auf alle Fälle mehr von den Dingern. Ich brauche Heiltränke ohne Ende. Und dann muss ich mal gucken. Und als erstes müssen wir mal Stufenaufstiege machen. So, ich bin ein bisschen enttäuscht. Katze war heute übrigens noch nicht da. Schon 9. Krass. Stufenaufstieg. Unterklassenmerkmal Überlegenheitswürfel. Was? Ausgewählte Unterklasse Kampfmeister. Spezialisierung. Ah, okay. Gesundheit erhöht auf 23. Oh ja. Unterklassenmerkmal Überlegenheitswürfel. Deine Überlegenheitswürfel sind W8. Du hast davon 4. Auf Kämpferstufe 10 werden diese Würfel zu W10. Sie dienen deinen Kampfmeistermanövern und werden verbraucht, wenn du sie nutzt. Verbrauchte Überlegenheitswürfel hältst du nach einer kurzen oder langen Rast zurück. Aha. Volk. Mein Volk kriege ich den infernalischen Tadel. 3d10 Feuer. Reagiere auf den nächsten Angreifer mit Flammen, die 3d10, 3 bis 30 Schaden machen. Rettungswurf.
Jetzt fiel leider auch den halben Schaden. Unterklasse Kampfmeister. Okay. Große taktische Überlegenheit, kommen auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, im Kampf zu dominieren. Mystischer Ritter. Ach, du dickes Ei. Mystische Ritter studieren die Magie. Okay. Unterklassenmerkmale, Zauberplätze freigeschaltet und Waffenbindung. Automatisch zurück, wenn sie geworfen wird. Okay. Oder Champion. Du begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein und zwar hart. Verbesserte kritische Treffer. Du benötigst für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Okay. Was gibt's? Ach. Manöver sind mächtige Angriffe, in denen Überlegenheitswürfel eingesetzt werden können. Passives Merkmal. Verbrauche eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Verbündete, wenn sofort eine Reaktion und Waffenangriff auszuführen. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff. Überlegenheitswürfel kriege ich ja wieder, wenn kurze Rast. Also pro Rast. Habe ich 4 Stück von. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen. Der zusätzliche Schadenhöhe von 1d8 bewirkt. Und das Ziel möglicherweise zwingt, seine Waffe fallen zu lassen. Ablenkender Schlag. Wie im nächsten Angriff das Ziel einen Vorteil verschaffen. Tänzeln der Beinarbeit. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du bei Angriffen gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Finte. Du kannst in einem Zug sowohl Aktionen als auch Bonusaktionen finden, um ein Ziel und so um einen Vorteil zu sein. Provozierender Angriff. Bewege zusätzlich 1d8 und versuche das Ziel zu einem Angriff auf dich zu provozieren. Manövrierender Angriff. Brauche Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen. Natürlich ein anderer Schaden, wenn er beim Drachen. Brauche einen Überlegenheitswürfel, um Angriff zu holen, der auch das Ziel verängstigt. Um den Ergebnis eines Angriffswurfs hinzuzufügen. Stoßangriff. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff zu holen, der zusätzlich 1d8 Schaden wirkt und das Ziel möglicherweise um 4,5 Meter zurückschlägt. Sammeln. Nutze ein Lenksel, um diesen Verbündeten 8 temporäre Treffer zu gewähren und seinen Entschluss zu erholen. Riposte. Wenn eine feindlich gesinnte Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfel nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten und zusätzlich 1d8 Schaden zu bewirken. Doppelschlag. Schwingt die Waffe rasch in einem weiten Bogen und greift mehrere Gegner zeitgleich an. Ermittle den Schaden mit Überlegenheitswürfel. Mit deinem Überlegenheitswürfel. Fällen wir brauchen einen Überlegenheitswürfel, um zusätzlich 1d8 Schaden zu bewirken. Umso, dass es liegend ist. Das Ziel ist von höchstens großer Körpergröße. Okay. Also Riposte auf alle Fälle. Ja, wenn sie mich angegriffen, werde ich sowieso, weil ich ganz vorne stehe. Das heißt, ich kann in in der Aktion des Gegners kann ich angreifen. Das ist wichtig. Ich kann 3 aussuchen. Okay, ich hätte vielleicht die Sachen erstmal deutlich lesen müssen. Säurespritzer, Knochenkälte, Feuerpfeil, Gift, Schaden, Schockangriff, Klingenbann, Freunde. Du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Das ist nicht schlecht. Tanzende Lichter. Licht. Was? Verleihe einem Ziel eine Aura von Licht. Einfache Illusion. Das ist halt nice. Aber deswegen nutze ich das Teil nicht. Brennende Hände, chromatische Kugel. Ja, das sind wieder Zauberplätze. Nee. Was ist erweitert? Hä? Das ist alles nochmal? Okay. Und was sagt der Champignon?
Ach so, das ist nur ein Passivding. Verbesserte Crits. Ja, nehme ich die Kampfmeister. Ja, nehme ich den Kampfmeister. Riposte. Im schwarzen Auge ist es Wuchtschlag. Das ist das Erste, was du lernst. Ne, dass du einfach ansagen kannst, okay, ich schlage verstärkt zu. Macht deinen Angriff halt schwieriger, aber macht halt dann auch mehr Schaden. Was braucht man denn noch? Aktion und Reaktion. Verbrauche eine Aktion und eine Reaktion. Nee, das ist Quatsch. Verbrauche ein Überlegenheitsmoment, einen Angriff und der zusätzlichen Schaden. Und das Ziel möglicherweise zwingt, seine Waffen fallen zu lassen. Ablenken, erschlagen. Nein. Tänzelnde Beinarbeit im Nachteil. Du kannst Angriffen ausweichen, indem der Gegner bei Nahkampfrüstung gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Dadurch würden sie ausweichen und dadurch wurde Riposte getriggert. Das wäre ein Ding, ne? Weil nach einer kurzen Rast hast du das tolle Zeug wieder. Ne, du zwingst ihn. Nein. Provozierender Angriff? Kann ich mehr machen? Nein. Okay, provozierender Angriff? Nein. Nein. Bedrohlicher Angriff? Verängstigt. Eventuell Präzisionangriff? Da machst du nicht mehr Schaden. Stoßangriff. Nee, ich will nicht schubsen. Ich hab schon einen Angriff, wo ich ihn schubse. Brauche ich keinen Überlegenheitswürfel dafür nochmal. Sammeln wäre cool. Oder mehrere Gegner. Oder ihn umschmeißen. Weil liegen ist halt so wichtig, dass die umfallen, ne? Weil wenn die umfallen, hast du garantierten. Wenn sie liegen, ist es, glaube ich, ein garantierter Crit. Aber möglicherweise umzustoßen. Ja, ist halt immer lieb. Also. Entwaffnen. Du musst es ja nicht machen. Du kannst es nur machen. So, damit habe ich. Entwaffnender Angriff. Was? Nein. Ach so. Das ist für Fernkampf. Und tänzelnde Beinarbeit. Einzug. Ne, das ist die Bonusaktion, Klassenaktion. Überlegenheitswürfe. Okay. Ja, und dann mit Riposte ihn umnatzen. Jawohl. Schattenherz. Sie braucht eindeutig mehr Heilung. Klerikerin. Stimmt, ich kann eine Klasse hinzufügen. Soll sie Bardin werden? Natürlich Kampfrausch. Nein. Naja, Problem ist, dann bleibt sie halt auf Kleriker 2 stehen. Wenn ich hier den Punkt irgendwo rein. Dann ist sie 2 Kleriker und 1 Barbar. Und jetzt wäre sie halt ein 3 Kleriker. Es ist, glaube ich, immens wichtig, erstmal ihre Hauptsache hochzubringen. Zauberplätze der Stufe 2 freigeschaltet. Na, ich kriege einen zusätzlichen für Stufe 1. Und ich kriege endlich mal Stufe 2. Ja, und jetzt kriege ich hier die richtigen Zauber. Spurloses Gehen. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille. Ja, das ist nicht verhindert. Ich würde einen Bonus von auf Heimlichkeit verleiht. Spiegelbilder. Okay.
So. Nee, okay. Jetzt kann ich mir... Oh, ich habe nur 6 Slots. Okay. Die beiden Heilungen bleiben. Schützer den Kredonier Rüstungsklasse um 2. Was haben wir denn? Beistand, 5 Heilungen. Heile deine Verbündeten, erhöhe ihre Trefferpunkte, Maximum 5 Trefferpunkte. Heile eine Kreatur von Krankheit, Gift, Lähmung oder Blindheit. Beschütze einen Verbündeten, erhält Resistenz gegen alle Schadensarten und einen Bonus an Einsatz seiner Rüstungsklasse, wie auf seine Rettungswürfe. Na, dann könnten wir das schon mal wegnehmen und konnten dann das schützende Band dafür nehmen. Schutz vor Gift. Emotionen besänftigen. Person fesseln. Lähme einen Hunger und Gegner. Gebeteheilung. Heilt alle Verbündeten, die du sehen kannst. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Das ist Bonusoption. Spirituelle Waffe. Das ist quasi ihr Familie, wie die Katze beim Magier. Attribute. Versieh einen Verbündeten mit einer magischen Stärkung, ist bei Attributswürfen auf ein ausgewähltes Attribut im Vorteil. Blindheit, Stille. Alter. Ich würde die Waffe mitnehmen. Ja, wir haben 2 Angriffszauber. Die Heilung. Rüstungsklasse. Das ist halt im Kampf einmal Konzentration, ja. Das ist eine Bonusaktion, das ist eine Aktion. Aktion, Aktion, immer die Aktion weg. Ah, eine Bonusaktion. Haben wir jetzt 2 Bonusaktionen drin, ne? Okay, okay. Kann man die irgendwie nicht stärker machen, die... Auf ein Bonus auf Nahkampf und Zauber Fernkampfangriff erhöht dann das Angriff bis nochmal einen Treffer zu haben. Zauberattribut Weisheit. Okay, passt aber. Es gibt bei D&D tatsächlich, sag ich mal, Empfehlungen, wann du denn eine zweite Klasse dazu nimmst zu deinem standardtechnischen ersten Klasse. Aber das müsste man sich alles nochmal einlesen. Wie gesagt, ich bin halt schwarze Auge, das hat diese Mechanik halt nicht. Ausgewählte Unterklasse, Arcana Betrüger. What? Gibt Dieb, Arcana Betrüger, Assassine, Zaubertricks. Okay. Okay, das sind die klassischen Ansachen. Freunde, du musst Charisma würfen. Ja, Charisma 10. Das ist Quatsch. Tanzende Lichter. Okay, das sind die Standardsachen. Zauber. Person bezaubern. Sprühende Farben. Selbstverkleidung. Taschas grässliches Gelächter.
schlafen. Da versetze eine Kreatur von Lachen in den Zustand liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Das ist echt mächtig. Das Ziel kann versuchen, einen Effekt loszuwerden, wenn immer es Schaden erleidet. Ah lol, damit kannst du einen für 10 Züge umwerfen. Er kann nichts machen, weil solange du keinen Schaden drauf machst, war es das halt. Mächtig. Unerweitert kannst du wieder alles gucken. Okay. Assassine, was macht er dann? Bei unvorbereiteten Gegnern bist du am tödlichsten. Im Kampf bist du bei Angriffswürfen gegen Kreaturen, die noch nicht am Zug waren, im Vorteil. Ja, wenn du eine hohe Initiative hast, kann das echt mächtig sein. Jeder, weil du immer im Vorteil bist. Und das heißt, du kannst immer den hinterhältigen Angriff starten. Jeder erfolgreiche Angriffswurf gegen eine überraschte Kreatur ist ein kritischer Treffer, auch das noch. Du bist schnell wie eine Straßenkatze in einer verregneten Stadt und stellst zu bekämpfenden Aktionen und deine Bonusaktion sofort wieder her. Oder Dieb? Flinke Finger, anhalte zusätzliche Bonusaktionen. Kletteraffe, du hast die Kunst des Fallens gemeistert und bist resistent gegen Fallschaden. Oh, das wäre natürlich auch nice. Aber ich glaube, ich nehme den Assassinen. Na, auch wenn der arkane Betrüger hier auch echt nice ist. Aber du bist halt immer im Vorteil. So, kurz wieder was zu trinken gießen. So. Wir nehmen den Assassin. Zack. Ohne unser Magier. Immerhin. Auf 20 Leben erhöht. Entscheidung ausstehend. Ah, okay. Arkanes Schloss. Verschließe eine Tür in der Behälter und ein magisches Schloss. Nicht durch Schloss knallen, sondern. Warum? Beklaut mich jemand im Spiel? Dolchwolke. Krone des Wahnsinns. Auch wenn es mir nicht verbunden ist. Leute, Dunkelheit. Dunkle Sicht. Gedanken wahrnehmen. Konzentriere ich mir Gedanken mancher Kreaturen zu lesen, wenn du sie in Kreaturen redest. Vergrößern, verkleinern. Lassen den Kreaturen so kleiner werden, um ihren Waffenschaden, ihre Würfe auf Steigung und Rettung zu machen. Das Flammen, das wäre Windstoß. Lähmer. Unsichtbarkeit. Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Tränke eine Waffe mit arkaner Energie. Die Waffe wird magisch und erhält einen Bonus von +1 für Angriffswürfe und Schadenswürfe. Melf Säurepfeil. 4d4 Säure +2 d4 Säure verzögert. 4 bis 16 und dann nochmal 2 bis 8. Okay. Spiegelbilder. Geisterhafte Kraft. Schwächestrahl. Sengender Strahl 6 bis 36. Unsichtbares Sehen. Zerberstern. Was? Zerberstern. Zerbersten. Netz. Brennende Hände. Person bezaubern. Chromatische Kugel, Selbstverkleidung. Ich habe halt null Ahnung.
was man jetzt wie nimmt. Okay, ich nehme hier Taschas grässliches Gelächter. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Naja, okay. Okay, entweder kann ich zwei Zweier nehmen oder... Obwohl, können wir das nicht lernen von irgendwelchen Scrolls? Das wäre schon recht hilfreich. Das Müll. Blenden. Er ist einfach zu treffen und trifft selbst seltener. Dolchwurgel. Krone des Wahnsinns. Ja, finde ich gut. Ja, Geschicklichkeit ist tatsächlich für eigentlich für Bögen ganz gut. 15 Konstitution. Na, du brauchst halt irgendwas, was Bums macht nebenbei, aber du brauchst halt nicht viel davon. Ja, dann mach mal. Füge allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Ist das ein Area-Effekt? Reichweite 18 Meter. Ja, nee, die Gedanken wahrnehmen, nehmen wir nochmal mit. Ja, den Hexenpfeil ist eine Aktion. Ist aber kein Zauber. Das sind alles keine Zauber eigentlich. Ach so, Zauber der Stufe 1. Ja, doch. Zauber der Stufe 2. Dann habe ich jetzt Krone des Wahnsinns und Gedanken wahrnehmen. Ne, weil du mit Gedanken, mit Krone des Wahnsinns kannst du tatsächlich effektiv zwei Leute aus dem Gefecht rausnehmen. Einmal den du verzauberst, der dann durchdreht und seine Freunde angreift. Und zweitens denjenigen vom Gegner, der halt von ihm angegriffen wird. Und dann durchdreht. Krummsäbel, der ist halt nicht proficient. Und was ist der? Was ist der geübt? Einfache Waffen. Handarmbrüste, Langbögen, Langschwerter, Rapiere, Kurzschwerter. Oh, ich habe ein Rapier im... Oh, mit dem Rapier ist er geübt. Mit Beilen ist er geübt. Im Speer ist er auch geübt. Okay, dem werde ich das Rapier geben müssen. Leichte Rüstung. Ja, ja, okay. Alles chill. So, alle sind auferstanden. Warte mal, und kurz mal speichern. So. Hallo?
Smaragd time. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Aha. Wollen Goblin noch zählen? Ich verschwinde vor die...